Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit dem Fantasy Foot Hero von Mario Gomez und ich habe mich für die Serie A Version entschieden. Man muss sich entscheiden zwischen Serie A und Bundesliga. Ich habe mir gedacht, ich nehme das Serie A. Näheres sage ich euch dann gleich, wenn wir beim Heldenprofil sind. Auf jeden Fall hat er eine Hoch-Mittel-Arbeitsrate, starker Fuß rechts, 3 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne schwacher Fuß, was sehr nice ist. Ist Deutscher und als Hero sowieso immer auf voller Chemie, also gute Linkmöglichkeiten zu Deutschen auf jeden Fall vorhanden. Aber auch jetzt in die Serie A mit der Karte, die ich genommen habe, kann Stürmer und Mittelstürmer spielen. Ich habe mir einen Hawk gegeben auf der PlayStation 4. Wird es eventuell der Hunter werden, das müssen wir uns anschauen. Auf jeden Fall auf der PS5 mit Längse geht der Antritt auf 87, der Sprinttempo auf 92. Der Schuss schaut sehr gewaltig schon aus, eigentlich auch ohne den Hawk. Also man könnte auch überlegen, ihn einen Engine zu geben, wenn man sagt, okay, man kommt damit klar, aber mit dem Engine kommt er halt nicht mehr auf Längse. Und das ist halt dann so die Frage, was man da lieber mitnehmen möchte. Stellungsspiel geht auf jeden Fall auf 98, Abschluss auf 99, Schusskraft auf 99, die Weitschüsse gehen auf 93, 93 Volleys, 11 Meter auf 83. Das Passspiel haben sie ihm ordentlich geboostet zu seiner normalen Hero-Karte. Das schaut sehr, sehr gut aus für einen Stürmer mit 88 kurzer und 82 langer Pass. Also mit einem Engine eventuell auch eine Option für ZOM, wenn man das möchte, wenn man Ingame dann umstellt. Die Dribbling-Werte bei 82 Beweglichkeit, 82 Balance, 94 Reaktion, 87 Ballkontrolle, 85 Dribbling und 92 Ruhe sind okay. Er ist halt mit 1,89 sehr groß, hat einen High-and-Average-Body-Type. Ich glaube nicht, dass er der beweglichste sein wird. Ich sage euch dann natürlich im abschließenden Fazit, wie sich das anfühlt. Kopfballpräzision mit 95 sehr gut, die Sprungkraft geht nochmal hoch auf 96, 86 Ausdauer für den Stürmer auch okay, die Stärke geht auf 96 und die Aggressivität auf 84 und wie gesagt, Heldenprofil habe ich euch gesagt, man muss sich entscheiden zwischen der Serie A-Karte und der Bundesliga-Karte. Für diejenigen, die sich für die Bundesliga-Karte entscheiden, da ist der VfB zuständig und für alle, die sich für Serie A wie ich entscheiden, ist der AC Florenz, die Fiorentina, entscheidend. Und bei den Heroes ist es so, dass auch der 17. März der Stichtag ist. Der Verein muss ein Spiel in den nächsten 6 Spielen gewinnen. Das traue ich eigentlich beiden zu, Florenz und auch dem VfB Stuttgart. Auch wenn beide jetzt in der Tabelle nicht so sonderlich gut dastehen. Florenz vielleicht nochmal ein bisschen besser. Aber ich glaube, einen Sieg aus 6 Spielen, das ist machbar für beide. Hoffe ich zumindest. Dann geht der schon mal auf eine 91 hoch. Keine Niederlage in den nächsten 6 Spielen. Also ich glaube, das werden beide nicht schaffen. Aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Jeden sei es gegönnt, also jeden, der Serie A macht, jeden, der Bundesliga macht, hoffe ich, dass er seine 2 Upgrades bekommt, aber 6 Spiele nicht verlieren, ist, glaube ich, für beide Mannschaften fast unmöglich. Powerkopfball hätte er noch als Eigenschaft und das ist das Team, mit dem wir heute testen werden. Mein Serie A-Team mehr oder weniger mit 2 Ikonen noch drinnen und auch Jorginho ist auch nicht aus der Serie A, aber schaut, glaube ich, ganz gut aus, das Team und dann starten wir rein. Ja, schade, der Antritt war gut eigentlich. Ja, der Pass kommt eigentlich ganz gut von Gomez. Ja, guter Lauf von Gomez, aber ja, er macht ihn. Man hat gemerkt, die Beweglichkeit tut er sich schwer. Ja, super Lauf von Mario Gomez. Ja, Mario Gomez bleibt dran, Maschine. Jetzt können wir auch mal jubeln, glaube ich. Oh, der war sehr lucky. Komm, Gomez, zieh durch. 5 Sterne Weakfoot. Ha, der Weitschuss, der hat gesessen. Nice. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war die Vorlage von Gomez. Aber warum ist mein ZOM vor meinem Stürmer immer? Das die ganze Zeit so. Gomez immer sehr weit hinten. Ja, schöner Lauf von Mario Gomez. Nice. Und seht ihr, das meine ich, das habe ich vorher gemeint. Er rückt immer auf die Seiten raus, er bleibt immer weiter hinten, so in Lauerposition. Das muss einem liegen. Ich werde das noch einmal mit einer Anweisung probieren. Das habe ich ihn da geschickt und es muss eigentlich ein Tor wieder sein. Ja, sehr gut erkämpft. Das macht er echt stark, also mit dem Körper. Aber da, er ist jetzt wieder irgendwo da in Lauerstellung gewesen. Also ich weiß nicht, ich habe meinen Stürmer halt gerne vorne, so wie er da jetzt wieder positioniert war. Mario Gomez holt sich den Ball mit seinen 3 Toren. Jetzt hat es endlich geklappt.
So, Gomez mit dem Ball auf Del Piero. Schade. Na, jetzt hätten wir fast das Kopfballtor mit Mario Gomez. Oh, super Lauf von Gomez. Ah, den darf ich nicht lupfen. Ja, das war Beweglichkeit gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Super Lauf von Mario Gomez, sehr nice. Ja, wieder super Lauf mit dem Lenksi. Yes, 5 Sterne Weak Foot. Oh, schade, Gomez. Aber jetzt, komm. Oh, schießt nicht. Alter, was für ein Game. Gut, und wie vorher schon angekündigt, auf der PS4 haben wir ihn jetzt den Hunter gegeben. Antrat geht auf 91, das Sprinttempo auf 96, dass wir das halbwegs ausgleichen, dieses Lenksi. Stellungsspiel 98, Abschluss 99, Schusskraft 98. Schaut trotzdem sehr gut aus und dann starten wir rein. Ja, der Pass auf Ribéry raus gut. Ja, selbes Bild hier. Del Piero war vorne wie mein Stürmer und er war hinten irgendwo. Oh, schade. Die Beweglichkeit auch gar nicht so schlecht ausgesehen. Oh, mehr Foul da. Schade. Ah, uneigennützig von Gomez. Er muss eigentlich rein. Ja, gut mit dem Körper gelöst von Gomez. Ja, da merkt man schon das Tempo. Ja, schwer, dass er da durchkommt. Aber jetzt Gomez, jetzt klappt es auch auf der PS4. Ja, das sind Szenen. Das sind Szenen. Yes, yes, yes. Jetzt haben wir es nochmal geschafft. Ah, schöner Lauf von Gomez jetzt, der Lupfer. Schade. Gut, abschließendes Fazit mit Mario Gomez, Fantasy Foot Helden. 6 Spiele haben wir nicht gemacht. Es waren, glaube ich, 2 Spiele, die bis zur 90. Minute gegangen sind. Dafür schaut die Statistik eigentlich ganz ordentlich aus mit 10 Torbeteiligungen. Einmal haben wir an die Latte getroffen. Wir hätten wahrscheinlich noch mehr machen können. Was ein bisschen schade war, dass wir gar keine Kopfbälle mit ihm irgendwie bekommen haben. Ich tue mir da irgendwie extrem schwer. Die Flanken kommen entweder nicht gut an oder kommen bei wem anderen an. Was kann man sonst zur Karte sagen? Sein Tempo ist eigentlich voll okay. Fand ich aber auf der PS5 nochmal ein bisschen angenehmer mit dem Lenksi-Laufstil. Aber auch auf der PS4 hat das gut geklappt. Man merkt ein bisschen so die Defizite halt dann, weil er eben ein großer Spieler ist. Also speziell auf der PS4-Version merkt man das, dass er da irgendwie ein bisschen gehemmt wirkt beim Laufen. Aber es ist okay vom Tempo her. Was mich an der Karte gestört hat, und ich weiß es nicht, ob man es beheben kann, ich konnte es nicht. Ich habe ihn gespielt mit Abwehrlaufen, zentral orientieren. Und er ist immer irgendwo hinten auf der Seite, ich weiß es nicht, orientiert sich ganz komisch. Er steht aber dann auch immer wieder gut, weil man sieht, er schießt seine Tore. Aber alles in allem weiß ich nicht, der hat irgendwie so einen Drang, immer nach außen zu ziehen oder eben hinten so als falsche 9 bzw. ZM zu spielen. Der ZM ist dann Stürmer. Wenn man dann natürlich probiert, ihn zu suchen mit einer Flanke, dann ist er irgendwo hinten am 16er. Ja, ich weiß es nicht, das ist ein bisschen komisch. Vielleicht gelingt euch das besser, wenn ihr ihn macht. Die Beweglichkeit war okay, darf man sich natürlich keine Wunderwerke erwarten. Was wirklich gut war, ist die Physis, mit der macht er einiges wett, auf jeden Fall mit Abschirmen vom Ball, und der Schuss ist ein Hammer. Sehr hilfreich natürlich, dass er die 5 Sterne schwacher Fuß hat. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Bonus auf der Karte, und ansonsten, man braucht da eh nur schauen, der hat in den Schusskategorien eigentlich alles auf 98, 99, die Weitschüsse bei 85 da jetzt mit dem Hunter. Also wie gesagt, zum Schuss braucht man, glaube ich, nichts sagen. Das Passspiel hat gut funktioniert, die Ausdauer reicht für den Stürmer aus. Wie gesagt, vor allem herauszuheben seine Stärke und sein Schuss. Das Tempo ist gut bis sehr gut, würde ich sagen. Es fühlt sich jetzt nicht absolut krass an. Das Dribbling ist okay, das Passspiel ist okay. Also alles in allem eine gute Karte.
Meiner Meinung nach bekommen wahrscheinlich beide Karten ein plus 1, ein plus 2 wird keiner der beiden bekommen. Ob man das krass merken wird, wenn da jetzt überall plus 1 drauf ist, ich wage es zu bezweifeln. Vielleicht gibt die EA auch in manchen Kategorien plus 2 her, das wäre natürlich dann super, vor allem bei der Beweglichkeit wäre es nochmal sehr hilfreich und beim Tempo. Schuss ist sowieso Hammer, die restlichen Kategorien passen auch, also beim Tempo eine plus 2 und beim Dribbling eine plus 2 wäre super. Ansonsten, wie gesagt, eine Karte, die Spaß macht, im Gegensatz zu den Servern von EA, also das ist bodenlos, was man in dem Spiel präsentiert bekommt. Ich weiß, ich möchte nicht immer andauernd ranzen darüber, aber es ist wirklich furchtbar, dieses Gameplay. Ich weiß nicht, wie das manche Leute machen, die am Wochenende zwei Weekend Leagues spielen, die jeden Tag zig Spiele machen. Also ich, für mich ist das kaum vorstellbar, dass ich da mehr Spiele mache wie diese Spiele, wo ich die Spieler teste, weil es macht wirklich echt kaum, mir macht es kaum Spaß, das muss man dazu sagen. So ein bisschen Real Talk jetzt noch am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne den Kanal abonnieren, gerne die Socials auch abonnieren oder vorbeischauen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.